Wir wandeln weiter durch den Cosmo Canyon und kümmern uns um die Dinge, die hier noch zu erledigen sind. Unter anderem unterstützen wir die Regeneration der Reaktoren, die sich hier in uralten Ruinen befinden. Und dafür müssen wir Hightech-Roboter nutzen. Und das ist alles andere als leicht. Aber wir können jegliche Schwierigkeiten überwinden. Und das machen wir auch jetzt hier in der nächsten Folge, Folge 81 von Final Fantasy VII Rebirth. Genau, das ist der Plan. Und jetzt gucke ich mal auf die Karte. Denn um weiterzumachen, müssen wir auf jeden Fall hier oben hin. Die himmlischen Ruinen und ja, die Kosmoregion ist noch, die ist noch unberührt. Hier haben wir noch einige Türme, Kämpfe und dergleichen. Ich will deshalb einmal ganz kurz einen Schlenker machen, hier einmal umgeschwenkt vorausschreiten, um zu gucken, was wir denn sonst auch mitnehmen können. Und das sind auf jeden Fall Turmaline und Moosachate. Sehr schön. Ich würde auch, wie gesagt, ganz gerne die Türme befrieden und die Informationen an Chatley weiterleiten, denn dann haben wir natürlich dann auf dem Plan, was wir alles noch machen müssen. Jetzt kommen wir erstmal her. Was ist denn der so wild dabei, von mir wegzurennen? Das gibt's doch gar nicht. Moment. Hier geht's nach oben. Da erwartet uns eine Jagd. Direkt voraus. Ah, okay. Hier im oberen Bereich, ne? Was mag das wohl sein? Was wir bekämpfen müssen. Da! Sieht aber gefährlich aus. Verfluchte Ödnis. Schocken nicht verstehen lassen, das ist das Schwierigste. Und Zeitlimit. Für mich zählt eigentlich nur, sie zu besiegen. Alles andere ist zweitrangig. Dann schocken wir mal. Ach, guck mal, ich bin gleich schon tot. Ich bin auch schon gleich nicht nur tot, auch super versteinert. Voll der Krüppel in den ersten paar Metern hier des Kampfes. Aber ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich hab mich nicht geheilt. Das sieht man ja gleich, ne? Boah, ich muss erstmal heilen vor allem. Boah. Kommt mir jetzt gar nicht zugute, ne? Wenn ich Lusche bin, die jetzt nicht im Vorfeld heilt, hätten wir mal ein Kissen irgendwo hinlegen sollen. Die Teile lassen sich auch nicht so leicht choppen, ne? Anzugstoß. Ich muss sie auf jeden Fall analysieren. Komm, jetzt fokussier doch mal. Einfach hier einen von denen. Schnell mit ganzer Kraft loslegen. Oh, guck mal, Cloud hat's schon erwischt. Da komme ich natürlich gar nicht gegen an. Handgranaten kann ich werfen, aber ich glaube, ich muss hier einmal eine Goldnadel einsetzen. Und hoffen, dass Cloud es einfach nur überlebt jetzt. Synchro-Fertigkeiten gibt es auch, aber ich muss heilen. Wir sind dem Tode nämlich nah. Und zwar so richtig. Sehr gut. Schockt haben wir schon mal einen. Avalanche Abreibung. Ich habe Avalanche Abreibung wieder gelesen. Aber das wäre, glaube ich, nicht ganz so gut jetzt hier. Ich weiß gar nicht, was wir hier abtreiben können. Überhaupt. So, Magie. Vitra auf Tifa. Das hat sie natürlich überhaupt gar nicht mehr, gar nicht mehr in der Lage, hier überhaupt was zu machen. Und natürlich ist unsere holde Dame jetzt auch schon tot. Ich weiß auch nicht, woran die sterben immer. Ich muss sie auf jeden Fall zurückholen, denn sie ist der Schlüssel für unseren Sieg. Limit Salto auf ihn hier. Sehr schön, das war's schon? Echt? Aber wartet mal, lass dich nicht verletzen. Ich war doch versteinert.
Dort war doch eine richtige Salzsäule da gewesen. Aber offenbar hat es gereicht. Ich verstehe es nicht. Wiederholen wir diesen Kampf auf keinen Fall. Kein zweites Mal. Das hat schon gereicht. Vielleicht finden wir auch gleich irgendwo eine Haltestelle mit einer Bank zum draufpflanzen. Wirklich viel tun können wir hier nicht. Außer uns hier die Versteinerung anzugucken. Vielleicht müssen wir hier später noch im Rahmen von irgendeiner Nebenquest hoch. Ah, hier! Der kleine Racker. Genau so einen wie dich habe ich gesucht. Wo ist er denn? Die alte Stelle. Führst du mich denn hin? Verdammt. Hier runter? Boah, Alter! Geh doch mal voraus! Bleib doch nicht bei jedem Meter stehen. Weiter rein, ne? Okay. Ah. Na, fabelhaft. Das gefällt mir. Denn dann dürfen wir auch mal durchatmen. Und müssen nicht hier halb verstümmelt in die Kämpfe rein treiben. Ganz klar, dafür braucht man Kissen. Gut, dass wir welche in den antiken Ruinen gefunden haben. Ach, herrlich. Wirklich viel mehr können wir hier auch nicht finden. Aber was ich will, ist der nächste Turm. Welchen wir dann uns da vorknöpfen. Verschiedene, ne? Ja, vier, da oben sind auch noch welche. Sehr stark besiedelt mit allerlei Kreaturen hier, ne? Kleine Oase, aber... Als Ort der Ruhe gilt für mich am ehesten dieser Turm. Und natürlich müssen wir ihn erstmal bereinigen. Griffon. Haben wir so einen schon mal eigentlich unter die Lupe genommen? Ich weiß gar nicht. Gucken wir mal. Dieses flugfähige Ungeheuer, dessen Existenz bereits im Artentum nachgewiesen ist, lebt in trockenen Gebieten. Wenn es seinen anmutigen Schweif auffächert, kann es Luftströmungen manipulieren und selbst Stürme entstehen lassen. Wenn es einen heraufbeschworenen Wirbelsturm in die Umgebung loslässt, kann es schockanfällig gemacht werden. Mit Blitzangriffen. Ja. Barret macht das. Zaunzauber. Fahren wir mal weg, ne? Zack. Sehr schön. Es wird runter rein, jetzt guckt jetzt mal, wie wir den hier fertig machen. So, und jetzt diese lästigen Zagi. Alles andere als angenehm, die Teile. Jetzt kommen sie mit der Beschwörung, ne? Immer dann, wenn man es nicht braucht, darf man beschwören. Und wenn man ganz dringend Hilfe im Kampf benötigt, dann kann man da lange drauf warten. Das Ding zerschlagen wir noch. Das Eile. Und damit dürfen wir nun endlich hier auch emporsteigen. Klettern auch vor allem. Brandgefährlich. Gefährlich.
Alles klar, dann aktivieren wir mal den Turm, holen uns die Infos und schauen, was die Umgebung noch so alles für uns aufbewahrt hat. Das wird einiges sein, ne? Ich hab's schon gesehen. Oh, nee. Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Mich da jetzt mit sowas rumzuquälen. Diese Mogli-Geschichte. Ich krieg schon Bauchschmerzen, wenn ich dran denke. Aber ich könnte das jetzt natürlich gleich abwirtschaften. Dann lass mich mal kurz gucken. Warte mal, hier ist auch ein Turm, oder? Quatsch. Da aber. Da oben. Da muss ich hochfliegen. Ich bezweifle, dass wir hier einfach so leicht hochsteigen können. Aber hier ist der große Generator, ne? Vielleicht geht das damit. Der Windgenerator hilft uns vielleicht nach oben zu kommen. Ah, verdammt. Kann ich mir einen Rotor ins Gesicht schlagen lassen? Ja, genau das, was wir wollen. Können wir hier hoch? Nee, da will er gar nicht ansetzen erst. Wobei. Ging dann doch. Alles klar. Vielleicht können wir uns ja dann doch so hier nach oben schummeln. Ich glaube, hier ist dann Schluss, ne? Luft. Wir müssen hier hoch, ne? Alles andere als easy, sich hier zu navigieren. Da kommen wir auf keinen Fall hoch. Können wir dann runterspringen und weiter fliegen wieder? Wäre eigentlich schöner bei so unwegsamem Gebiet, dass man von allen Höhen auch runterplumpsen könnte. So wird das nix. Was bringt es uns, hier reinzugehen? Vielleicht öffnet das ja einen Weg noch nach oben. Das für mich fast so aussieht, als wären hier weitere Ruinen. Da kommen wir nicht hoch, ne? Nee. Keine Ahnung, ob wir hier irgendwas machen können. Das ist vielleicht auch wieder für irgendeine Quest gedacht gewesen. Also raus aus diesem Untergrund. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hin soll. Hier kommen wir offenbar auch gar nicht weiter nach oben. Helikopterwrack. Oder irgendwie fündig werden, ist auch eine Frage. Ich glaube, ich kann hier auch gar nicht groß hoch. Oder auch doch, vielleicht schon. Ist das überhaupt nicht? Ne, das ist kein Helikopter, oder? Schiff. Schiffswrack. Okay. Was auch immer das hier macht. Von der Flut vielleicht irgendwann mal hierher getragen.
worden. Ich sehe nur das Chocobo, nicht das Chocobo, das Mowgli-Symbol auf der Karte. Ich vermute mal, dass die hier jetzt hoch oben hausen. Generieren? Ich hoffe doch. Jawohl. So können wir weiter nach oben fliegen. Das so genug für Auftrieb sorgt, das wundert mich ja schon fast gewissermaßen. Die Frage, wo es uns als nächstes hin verschlägt. Hierhin vielleicht? Das war da oben hoch, ne? Wenn wir hier weiterfliegen, erreichen wir das dort. Da ist auch noch ein Turm, ne? Ich versuch's erstmal hier. Kurve zu weit genommen und jetzt bin ich fast in den Rotor geknallt. Dass die überhaupt so gleiten können mit dem ganzen Gewicht von uns auf dem Rücken. Wenn die Hälfte nicht einsammeln. Jetzt im Kreis? Warte mal kurz. Ich schnall das gerade nicht zu 100%, um ehrlich zu sein. Da geht wieder runter. Ja. Das dürfte schon richtig sein, ne? Und jetzt hier oben weiter. Um darüber zu gelangen. Das sollte zumindest unser Ziel sein. Vielleicht komme ich von da dann irgendwie zu einem weiteren Turm. Oder irgendeiner Nebenquest. Ich sehe schon der Vogel, ja. Der will uns irgendwo hinführen. Auf die andere Seite? Ja. Vermutlich hier rein, ne? Die Quelle in den windigen Höhlen hier. Auch endlich mal ein paar andere Gegenstände, die wir dann auch entsprechend einsammeln können. Die Erfahrungsberichte nehmen wir natürlich gerne mit. Da hätten sie auch mal so ein bisschen Variationen reinbringen können, als wenn ich immer nur Dreieck drücken muss. Aber sei es drum. Ist nun mal so. Komme ich doch gerade von her. Von dem Schiffswrack. Alles klar. Hier kommen wir doch wieder nach oben. Noch weiter. Und vielleicht sogar hier ein Bohrstein. Vielleicht sogar mit einem Rücksetzpunkt, falls ihr mir hier runtergleiten sollt.
irgendwo eine Haltestelle. Das würde mich doch sehr freuen. Aha. Da sind die Häschen. Also wird folglich hier auch was zu finden sein. Oh, 7000 von Gil ist schon ordentlich. Genau. Der führt uns hier vorne hin. Und ich sehe sie schon, die Haltestelle. Perfekt. Also stellen wir mal das Schildchen auf. Das. Und mit einer goldenen Feder beschenkt, dürfen wir unseren Allerwertesten auf einem schönen Kissen betten. Ich habe das Gefühl, dass ich es jetzt einmal brauche, ja. Herrlich. Und der Blick auf die Karte hatte gerade schon darauf hingedeutet, vor allem da oben, auf der Kompassnadel, dass wir hier im Angesicht des letzten Höllenkreises stehen. Das Mogli-Haus. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt mache. Ich mache das, Schluchten-Mogli, nur um es wegzuhaben. Um deine Haken runter zu setzen. Ich weiß, das ist nicht gut. Ich weiß, das will ich nicht. Aber ich muss es tun. Oh Mann, ey, mir wird jetzt schon schlecht. Ich habe so ein mulmiges Gefühl, wie von einer Prüfung im Bauch. Nein, 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 nein. Oh Gott. So viele. 5 Stück von diesen Höllenwesen. Scheußlichkeiten. Kann ich die nicht schlagen mit dem Schwert? Warum kann ich denen keine Gewalt antun? Ich will Schmerzen verursachen. Dann geh da rein. Geh in den Strudel. Ich kann ihm nicht... Was ist denn das für ein Kackviech? Boah, Alter, du Müllgeburt. Ey, jetzt geh da hin, komm. Mach mal so. Rein mit dir. Da hinten ist der... dämliche... Kackbengel. Da muss ich ihn draufbringen. Komm, geh in den Sturm und... verende da drin. So. Mocky. Na, komm, ich dachte, ich kann da durchgehen. Ah, dran vorbei. Aber nein, die Möglichkeit besteht nicht. Ist der jetzt wieder ganz zurück? Wo ist denn dieses... Oh, jetzt sind die auch noch überall die anderen Bananen. Ich dachte, die verschwinden nach einer Weile, aber auch das ist nicht der Fall. Warum wollen die mir eigentlich so viel Leid zufügen? Ich verstehe das gar nicht. Ich dachte, die wären mir wohlgesonnen, diese Wesen. Wow. Die greifen echt von da hinten auch noch an, ne? Man mag das überhaupt gar nicht glauben. Das ist diabolisch. Teufelswerk ist das. Komm, flieg einfach weg. Geh da rein. Komm. Gehbehindert gemacht. Was war das? Warum ist das so? Ey, die Kugel, die kann ich ja überhaupt gar nicht. Das ist ein direkter Schuss ins Gesicht. Ich habe genug von dir und deiner Höllenbrut. Ehrlich, ich kann es nicht leiden. Das ist der schlimmste Part im ganzen Spiel. Ja, auf jeden Fall. Auf 100, ja. Viel mehr, lieber. Die merken das. Die merken, dass ich frustriert bin. Die Entwickler. Dass sie die Stufe hier schon herabsetzen. Ach du Kackviech da hinten. Was ist das denn für ein Müllangriff? Wirklich. Pissblach, ey. Er muss weg. Weil diese Direkttrefferkugeln... scheußlich.
Na, jetzt geh doch in die Richtung, in die du gehen sollst. Oh, bitte, ey. Rein mit dir. Diese Windsicheln sind auch keine Freude. Rein mit dir. Boah, jetzt schaffe ich es aber, oder? Hey, lass mich aufstehen! Hey, geh rein! Alter, was ist denn das? Ein letztes Kackblach noch, ne? Wie ich sie hasse. Wie ich einfach wirklich nur noch schieren Hass empfinde. Für diesen Abschnitt des Spiels. Komm ich hier rüber? Wie komm ich denn hier wieder weg? Gibt es hier eine Möglichkeit, sich überhaupt noch zu retten? Ich kann ihn ja auch gar nicht von hier mehr über... Oberhalb des Wassers kriege ich ihn nicht weggetrieben, ne? Doch. Lass mich hier rüber, lass mich rüber. Eine Minute noch. Nur eine Minute noch für dieses Vermaledeite. Boah, ey. Mir fehlen wirklich schon langsam die Worte dafür, was ich echt empfinde hierbei. Bengel. Geh doch rein, geh doch rein! Boah. Lass mich ihm einfach nur den Hals umdrehen, bitte. Oh Gott. Ey, ich muss in Therapie. Unerträglich. Das ist der Zenit der Pein, wirklich. Ich kann mich kaum dran erinnern, überhaupt mal was gespielt zu haben, was mich sowas von krass genervt hat. Außer Made in Abyss. Das war, hat mich auch genervt, aber das. Ey, danach kann ich einfach nicht mehr. Ich muss jetzt auch hier eine Pause einlegen. Ich bin erschöpft. Ich bin müde. Das raubt mir Lebenskraft. Warte mal, ich gucke aber nochmal, ob er mir das verkauft. Was hast du denn Schönes für mich? Hier die ganzen Sachen, die nicht ausverkauft sind. Chronik des Kriegers, bla bla. Materialismus. Ja, die Stufe verbundener Materie. Komm, nehmen wir nochmal einen mit. Da haben wir genug im Besitz. Bei Ether kann ich mir mal noch ein paar schnappen. Und den Rest belassen wir dabei. Und ich würde sagen, ich brauche eine Pause. Ihr vielleicht auch. Deshalb sage ich, das war's. Beim nächsten Mal könnt ihr weiter wieder einschalten natürlich. Bis dann natürlich kommentieren, liken, abonnieren, falls euch geschehen, die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Und das nächste Mal wieder einschalten, wenn es weitergeht bei Final Fantasy VII Rebirth. Auf Wiedersehen und bye bye.